Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom FIFA World Cup. Dieses Mal mit dem Halbfinale USA gegen Deutschland. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen, wie das Spiel wird. Also, ich fand's geil. Seid gespannt, freut euch darauf und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel USA gegen Deutschland. Für wen geht der Traum weiter? Heute finden wir es heraus. Live, bleiben Sie dran. Willkommen im Lusail Stadium, liebe Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Wir übertragen heute das Halbfinale dieser WM. USA gegen Deutschland. Halbfinale, Wolf. Nimm mal eine Nase voll. Wir können am Endspiel riechen. Und ich glaube, genau das ist die große Gefahr. Du musst einen Schritt nach dem anderen gehen. Von Spiel zu Spiel denken. Sonst kommt ganz schnell das aus. Der Vorstoß hier von Sané. Thomas Müller. Und nun sind sie in Führung in diesem Halbfinale. 1:0. Alles läuft für sie. Und wir sehen ja auch den Jubel. So hatten sie sich das erhofft. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Tyler Adams. Die USA mit dem Angriff. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Gibt's das denn? Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenchance. Aber das war zu schwach. Den hält er. Ganz energischer Einsatz. Und damit sind sie am Ball. Weston McKennie. Ganz souverän hier vom Torhüter. Und jetzt Gündoğan. Ballverlust jetzt erstmal. Ist hier immer noch am Ball. Das könnte es sein. Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Süle. Ein Pass mit viel Auge. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Goretzka. Sie können es machen. Sie machen erneut das Tor. Und besser könnte dieses Halbfinale ja gar nicht laufen. Zwei Tore nun schon, die Führung. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Leon Goretzka. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Musiala. Da hat Leroy Sané einiges am Platz auf dem Flügel. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Fans können erstmal durchatmen. Musiala. Ein guter Block hier. Ich sag's mal so, die Fans der deutschen Nationalmannschaft konnten sich in den letzten Jahren ja nicht wirklich beschweren, oder Buschi? Nö. Sobald es zu großen Turnieren geht, ist die Mannschaft immer da, immer auf den Punkt, fit und gut drauf. Klingt abgedroschen, aber wir reden von einer Turniermannschaft.
Und das gibt Eckball. Der Ball kommt rein. Was für eine Rettungstat. Das war natürlich richtig knapp auf der Linie gerettet. Er fängt diesen Ball ab. Die Mannschaft der USA kommt. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Weston McKennie. Den Ball holt er, gut verteidigt. Die USA haben da Platz auf außen. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Wichtig, dass Neuer den hält, da war die Chance natürlich da. Ecke kommt rein. Da passt der Torhüter auf bei diesem Eckball. Jetzt können sie kontern. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Da kommt der Schuss. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion war zu ungefährlich. Weston McKennie. Dankbarer Ball für Neuer. Kein Problem. Thomas Müller jetzt. Ballverlust durch Jamal Musiala. Machen Sie jetzt gut. Gnabry. Da ist Sané in der Mitte. Den hält er natürlich. Es geht mit Abschluss weiter. Und jetzt wollen sie wechseln. Da sind hier alle begeistert. Was für eine Parade. Super, wie er den rausfischt. Ja, Vorteil für die deutsche Mannschaft. Ja, ich glaube, das könnte gelb geben. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar, beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Nachspielzeit, eine Minute. Da ist die Hereingabe. Ja, gute Hereingabe, was machen Sie daraus? Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? So, nach der Pause geht's weiter mit Anstoß für die USA. So langsam wird's gefährlich. Das könnte es sein. Neuer Held war noch im Spiel. Erstmal Gefahr bereinigt. Guter Zweikampf. Weston McKennie. Da riskiert er Kopf und Kragen mit dieser Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Musiala. Die Riesenschuss von Müller. Wieder können sie ihn nicht stoppen. Er macht hier Tor Nummer 2. Doppelpack. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Musiala. Die USA mit dem Angriff. Ja, ein guter Steilpass hier. Oh mein Haar, der Doppelpark, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich wichtig. Ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. Es gibt einen Wechsel. Die Ecke kommt rein. Riesenschuss. Aber Neuer ist da. Aus der Distanz. Boah, das war nicht einfach.
Da kann er jetzt erstmal klären. Christian Pulisic. Müller verliert hier den Ball. Da ist Platz für den Konter. Müller, das muss es doch sein. An den Pfosten. Und jetzt ist diese Szene beendet. Ach, viel Pech. Nur der Alu-Treffer. Eine gute Aktion, wird aber nicht mit dem Tor belohnt. Ah, aber jetzt erstmal Augen auf. Ins Tor ausgeklärt, sie bekommen die Ecke. Ecke in den Strafraum. Sie sind mit 3 Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor, wieder so eine schöne Aktion. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da trennt er ihn fair vom Ball. Hier gibt es Freistoß für Deutschland. Thomas Müller. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Er fasst sich einfach mal ein Herz und zieht ab, aber na, da müssen sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Jetzt Müller. Auf außen bietet sich den USA jetzt Platz. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Sie unterstützen gut. Ball ist bei der deutschen Mannschaft. Jetzt ist Platz für den Konter. Christian Pulisic. Klasse vom Verteidiger, blockt die Flanke ab. Weston McKennie. Foul und Freistoß gegen die DFB-Auswahl. Also die Aktion hätte eine Karte fast schon verdient gehabt. Ball kommt in den 16er. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Guter Pass jetzt. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Gnabry mit dem Ballverlust. Einwurf jetzt für die USA. Gleich wird hier ausgewechselt. Long. Weston McKennie. Where? Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Flanke kommt in die Mitte. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Und jetzt gibt es eine Ecke. Auswechslung bei der deutschen Mannschaft jetzt. Ecke kommt kurz. Klasse, wie er da hingeht. Gibt Einwurf. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Ball geht direkt zum Gegner. Pulisic. Gut verteidigt. Dest.
Ah, da geht er vorbei. Und wieder Deutschland am Ball. Chance zum Konter jetzt. Jetzt ist er durch. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Die Amerikaner mit dem Ballverlust. Sané. Anspiel kommt nach hinten. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Er schlägt den Ball raus. Serge Gnabry. Den hält er natürlich. Ecke kommt. Ball kommt gut, aber er ist da, macht er ganz sicher. Die deutsche Mannschaft zieht ins Finale ein. Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Das Finale ist erreicht. So Leute, das war's mit dem FIFA World Cup mit dem Spiel USA gegen Deutschland. Falls es euch gefallen hat und ihr davon mehr sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und wir werden sehen, wer der Endgegner ist im World Cup. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao.